Meine Mutter hat heute früh furchtbare Nachrichten erfahren und seitdem geht's ihr gar nicht gut. Sie fühlt sich schlapp, sie fühlt sich krank. Halt. Mama? Hallo, was ist denn los? Ich habe eine fristlose Kündigung bekommen. Gut, denkst du bitte, wir nehmen Termine zur Stärkung. Du weißt, du brauchst dich. Darf ich? Das ist eine fristlose Kündigung. Weil sie die Auszubildende angefahren haben? Und weil sie keinen Führerschein mehr haben, schreibt ihr Chef hier. Ich weiß nicht mehr weiter. Was soll ich denn machen? Schauen Sie, zwei Sachen. Ich weiß weiter. Wir werden eine Kündigungsschutzklage heben und damit versuchen, ihr Arbeitsverhältnis aufrechtzuerhalten. Ja? Und dann kann ich Ihnen noch eins sagen. An diesem Unfall mit der Auszubildenden waren Sie überhaupt nicht schuld. Ich habe einen Sachverständigen beauftragt, der festgestellt hat, dass an den Bremsen manipuliert worden ist. Also, sie trifft gar keine Schuld an dem Unfall. Oh Gott, mir ist nicht gut. Entschuldigung. Ich muss mal. Nee, ich muss mal zur Toilette. Sicher? Ja, alles gut. Schauen Sie, Sie müssen die Mutter jetzt wirklich stützen. Ich mach mir ernsthaft Sorgen, Helle. Mama? 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 Freunden? Mama? Freunden? Mama, wach auf! Mama? Schützen Sie den Kopf. Vielleicht einmal glänzen. Ich brauche einen Krankenwagen. Wieder bei Bewusstsein gesteht die 48-Jährige, bereits seit dem Tod ihres Mannes gesundheitlich angeschlagen zu sein. Wie schwerwiegend ihre körperlichen Probleme sind, spielt die Witwe jedoch weiterhin herunter. Ich würde Sie gerne mit ins Krankenhaus nehmen und einem Arzt vorstellen. Nicht notwendig. Ich habe einen lieben Schwiegersohn. Mhm. Der versorgt mich mit Nahrungsmitteln, Ergänzungsmitteln. Mhm. Und ich ernähre mich gesund. Ja, aber ich würde trotzdem an Ihrer Vernunft appellieren, sich einem Arzt vorzustellen und sich eingehend untersuchen zu lassen. Hm? Haben Sie denn irgendwas feststellen können? Ich denke mal auf die allgemeine Situation und dem Stress, dass es verstärkend wirkt. Wie gesagt, sie sollte zu einem Arzt gehen und sich untersuchen lassen. Mhm. Ich kann Sie nicht zwingen, wenn Sie nicht mitkommen wollen. Dann bleiben Sie hier und dann würden wir jetzt uns verabschieden. Ja. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Ne? Gehen Sie noch zur Tür, ja? Ja, danke. Dann mache ich noch einen schönen Tee. Ja, ja. Ja. Danke. Ja. Tschüss. Mama, bitte. Du musst dich untersuchen lassen. Irgendwas stimmt nicht mit dir. Ich meine, guck dich doch mal an. Du siehst aus, als wärst du in den letzten 3 Tagen um 20 Jahre gealtert. Bitte. Frau Holten, haben Sie in den letzten 2, 3 Wochen oder in den letzten Tagen irgendeine Veränderung an Ihrem Körper festgestellt? Naja, ich habe schon gemerkt, dass ich schwächer werde. Und ich habe irgendwie das Gefühl, so Lähmungserscheinungen in den Händen und Armen zu haben. Lähmungserscheinungen? Aber das hättest du doch sagen müssen. Okay, wissen Sie, was wir machen? Wir lassen Sie ganz gezielt untersuchen. Auf Allergien, auf toxinologische Stoffe in Ihrem Körper. Du musst auf den Listen hören, Mama. Ich kann nicht auch noch meine Mutter verlieren. Ist gut, ist gut. Okay. Ich mache es, ja? Und nur Internisten werden wir auch noch zu Rate ziehen. Es wird alles gut. Und während Sie sich untersuchen lassen, ja, werde ich mit Ihrem Chef sprechen und werde schauen, dass Sie die Kündigung zurücknehmen. Ja. Und ich bin mal sehr gespannt, was der sagt, wenn der hört, dass an den Bremsen des Fahrzeugs manipuliert worden ist. Mhm. Okay? Okay. Denn Autovermieter sind verpflichtet, ihre Fahrzeuge im Top-Zustand zu halten. Ingo Lenzen will zudem herausfinden, wer die Möglichkeit hatte, die Bremsflüssigkeit des Unfallfahrzeugs zu verwässern und ob Chef Marc Kampmann davon gewusst haben kann. Guten Tag, Herr Kampmann. Ja. Sie erinnern sich? Ich kann mich erinnern. Anwalt von Frau Holten. Ich komme wegen der fristlosen Kündigung zu Ihnen. Hören Sie mal, ich kann mir so einen Vorfall hier nicht leisten. Wenn sich das bei den Kunden rumspricht, ja? Ich habe schon genug Konkurrenz durch das ganze Carsharing, ja? Das ist ein Kleinunternehmen. Ich muss ja auch überleben, ja? Und deswegen, meine Kündigung ist berechtigt. Ja, aber die wäre doch nur dann gerechtfertigt, wenn meine Mandantin eine Verantwortung an dem Vorfall treffen würde. Dem ist aber nicht so. Na, wie wollen Sie denn das bitte beweisen? Ganz einfach, ich habe mit dem Sachverständigen gesprochen. Und der hat mir erklärt, dass am Fahrzeug manipuliert wurde. Die Bremsflüssigkeit wurde wohl verwässert. Wie bitte? Ja. Meine Fahrzeuge werden regelmäßig gewartet. Aha. Ja. Ich kann ja mal nachschauen. Ja, dann los. Ja, wann war die letzte Inspektion von dem Fahrzeug? Ja, vor 2 Wochen. Dann wird es ja noch enger. Überlegen Sie mal, wo sind denn die Fahrzeuge? Wer hat Zugang zu den Fahrzeugen? Stehen die alle hier auf dem Hof? Die Fahrzeuge befinden sich auf dem Hof. Der Hof ist abgeschlossen. Ja. Und wer hat Zugang? Ja, die Schlüssel haben meine Angestellten. Ist Ihr Hof und das komplette Gelände hier videoüberwacht? Selbstverständlich.
Was halten Sie denn davon, wenn Sie mir Zugang zu diesen kompletten Aufzeichnungen verschaffen? Die kann ich Ihnen geben, denn ich bin ja selber interessiert. Denn das, was Sie mir jetzt hier offenbaren, dass dort eine Manipulation vorliegt, das ist ja eine... Wollen Sie auch aufklären? Das selbstverständlich, ja. Also, ich habe ja einen Ruf zu verlieren. Genau. Meine Anschrift haben Sie ja noch? Die habe ich, ja. Ja, meine Assistentin wird es mit Ihnen in Verbindung setzen. Und dann schauen Sie, dass die Videoaufzeichnung möglichst rasch rüberkommt. Das werde ich auch ganz postwendend machen für Sie. Sehr gut. Und je nach Ergebnis reden wir noch mal über die fristlose Kündigung. Na ja, mal sehen. Okay. Alles klar. Ciao. Ciao. Hallo Ingo. Hallo Moni. Du, pass auf, ich komme gerade hier von diesem Autoverleiher, von dem Chef, von dem Kampmann. Und der hat mir jetzt zugesichert, dass er mir die Aufzeichnung der Videoüberwachung gibt. Und ich bitte dich, die zu sichten, um zu sehen, ob irgendjemand an dem Fahrzeug manipuliert hat. Und im besten Falle wer. Ja, das mache ich. Prima. Du, ich habe auch noch eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, keiner in der näheren Umgebung der Autovermietung hat irgendwas gesehen oder gehört. Aber Frau Holten ist inzwischen beim Arzt und wird untersucht. Okay, danke. Ciao. Danke, ciao. Während sich die Mandantin einem Gesundheitscheck unterzieht, sichtet Team Lenzen bis in die Nacht das Material der Überwachungskameras aus den vergangenen zwei Wochen. In Vertretung von Sarah Grüner ist immer noch Monika Lehmann im Einsatz. Mit erstem Erfolg. Kannst du überhaupt fahren? Ich meine, du hast hier die halbe Nacht um die Ohren geschlagen. Ach, geht schon, Chef, alles gut. Ich war bis halb drei, saß ich vor dem PC und hab mir Videos angeguckt. Und dieser Autohof hat wirklich gefühlt 1600 verschiedene Kameras. Und ich konnte einfach nichts erkennen, was irgendwie für uns interessant sein würde. Aber Moni ist ja heute Morgen... Hey, der ruft gerade an. Warte mal. Moni! Hallo, Ingo. Hi, Moni. Ich habe jetzt stundenlang Material gesichtet und alles irgendwie durchgeschaut. Und stellt euch vor, ich habe was gefunden. Mhm. Im Moment lädt es gerade bei euch im Auto. Warte. Ja. Ich schau. Mhm. Ja, ich habe ein Video. Ich lasse es laufen, ja? Moment. Ja. Okay. Wen haben wir denn da? Schwarz gekleidet. Ja, einen Schlüssel und kommt auf den Autohof. Schlüssel? Ja. Bingo, da ist er. So, wir haben uns so einen Typen, der den Wagen manipuliert hat. Richtig, und es sieht aus, als wäre es ein Mann. Ja, oh ja, auf jeden Fall. Aber der Kampfmann ist es nicht. Nee, ach, kann man es mehr, ne? Also, du weißt, was ich meine. Ja. Weißt du was? Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Was? Aha. Jungs, hier ist gerade eine E-Mail gekommen. Ich glaube, die interessiert euch auch. Ich leite die mal weiter. Ja. Die Laborergebnisse von Ruth Holten in Verbindung mit dem Überwachungsvideo liefern Ingo Lenzen den Täter. Und weil der seiner Mandantin vermutlich weiterhin nach dem Leben trachtet, informiert der Anwalt auch sofort die Polizei. Frau Holten, hallo. Guten Tag, Frau Holten. Was ist denn los? Wie geht's Ihnen? Naja, nicht so gut. Schwach. Bald wird es Ihnen wieder besser gehen. Ja, wieso? Wir wissen nämlich jetzt mittlerweile, was Sie so schwächt. Okay, was denn? Ja, da haben wir selber nicht so mitgerechnet. Herr Gäbler, wären Sie so gut und kommen Sie mal ganz kurz her? Was ist denn los? Wir würden uns gerne mit unterhalten. Okay. Man hat Ihnen ein Gift verabreicht. Was? Doch, was Sie sind vergiftet worden. Wie jetzt? Man hat Ihnen Rizin gegeben. Was ist Rizin? Rizin ist ein Gift, das für ein multiples Organversagen sorgt. Oh Gott, um Gottes Willen. Mhm. Sagen Sie, was haben Sie heute zu sich genommen? Na, Wasser und die Smoothies von Lars, die haben ja immer regelmäßig... Die Smoothies von Lars. Und ich mache mit Ihnen eine Wette, in den Smoothies von Lars, da ist Rizin drin, weil der gute Lars... Nein. Was? Das hat damit gar nichts zu tun. Sie haben da nichts mit zu tun, ich mache mit Ihnen eine Wette. Sie haben es unten in Ihrem Garten gezüchtet. Was? Ja. Das kann ich nicht machen, oder? Ich glaube denen gar nichts. Nee. Na, reden wir gleich nochmal drüber. Jetzt gucken Sie erst mal an. Und er züchtet nicht nur dieses Rizin, sondern... Da sieht man da gar nichts. Na, was sieht man da drauf? Da sieht man einen Mann in ihrer Statur, der auf den Autohof läuft. Nein. Und der sich an den Bremsen zu schaffen macht. Du warst das? Stimmt das? Na ja, klar, natürlich. Na, stimmt das? Ah ja, natürlich. Glaubt denn gar nichts. Das Ziel hat nicht darin bestand, an ihr Erbe zu kommen. Mhm. Was? Immer schöner. Ja, klar. Die Nahrungsergänzungsmittel, die sie bekommen haben, die hat er ihnen gegeben, weil sie für ihn nichts mehr wert sind. Weil er gar nicht mehr wusste, wie sie loswerden soll. Sie brauchen Geld. Sie sind pleite. Sie verramschen dieses Zeug das mittlerweile. Das hast du uns gar nicht erzählt. Und deshalb hat er sich auch wieder an sie herangemacht. Nein. Und spielt hier den treusorgenden Ehemann. Ich glaube, das ist für Sie ein Augenblick. Lars Gäbler wurde wegen versuchten Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 7 Jahren verurteilt. Frau Gäbler lässt sich von ihm scheiden, während Ruth Holten wieder in der Autovermietung arbeitet.
Ihr Chef hat die fristlose Kündigung zurückgenommen und sich aufrichtig bei meiner Mandantin entschuldigt. Dankeschön.